So, herzlich willkommen meine Krieger und Kriegerinnen zurück zu Dragon's Dogma Dark Horizon. Gerade eben ist mein Spiel mal wieder abgekackt. Es ist wirklich, es ist ein Phänomen, das sich seitdem ich das Spiel spiele, seitdem ich das Let's Play durchzieht, wenn mein Kabel, wenn mein Mikrofonkabel, das ist ja ein bisschen lädiert, wenn das Ding Kontakt zum Mikro verliert, hängt sich das Spiel entweder auf oder ich kriege keinen Ton mehr drauf. Egal was ich mache, egal ob ich den Ton aus an, egal was ich mache. Und es ist das einzige Spiel, wo das passiert. Ja, ja, ist ja gut, andere mache. Es ist ein wirklich witziges Phänomen. So. Okay, das war nicht geplant. Das war auf jeden Fall so nicht geplant. Eigentlich hatte ich mit was anderem gerechnet. Eigentlich hatte ich mit dem Golem gerechnet. Oh, Scheiße. Haha, du hast es verkackt. Oh, was? Sack. Ja, gut, dann killen wir sie einfach trotzdem, oder? Aua. Ich habe keinen Dunst, was Andromache da unten treibt. Oh, sie ist tot. Well. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, ich habe niemanden getroffen. Ja, Andromache, ich komm doch gleich, meine Güte. Du bist aber auch immer ungeduldig. Dann kann ich niemand was dafür, dass du die ganze Zeit nur am Verrecken bist. Zip, zip. Oh, hi. Runter mit dir. Fades. Du auch? So. Komm her. Komm her. Komm her. Runter da. Komm, komm. Komm her. Komm, Samara. 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 Runter. Reicht es? Oh nee, ich habe sie auf die Treppe geworfen. Oh, das geht auf dem Rücken. Das geht auf dem Rücken, ja. Wo bist du denn? Hier. Ja, was mussten dich auch immer so anstellen? Oh, sie hat uns erwischt. Ja, 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 ja. Boah, das war close. Stark. Eis macht ihm gar nichts, gell? Hat er uns erwischt? Oh, man kann ihm ja überhaupt nicht ausweichen. Was ist das? Winselmutter. Da war ein Mage. Du Sau. Samara. Samara und ihre Stiefschwester, ein ganz schwieriges Volk. Das macht ihm auch nichts. Warte mal, warte mal, warte mal. Schon gut. Oh. Schön durchgezogen. Da ist noch einer. Ja, okay. Das könnte es natürlich jetzt gewesen sein. Das wird nicht reichen. Nee.
Ja. Scheiße. Oh, was mache ich jetzt? Nee, es ist einfach nicht wert. Nee, das war auch irgendwie dumm. Oh. Arms at the ready. Skeleton brute. Skeleton sorcerer. Oh, die haben so eine Rage, Digga. Ihr frustriert mich so hart. Ahead, sir. Banshee. Arisen, I'm at your side. Think well before striking. Hat nicht ganz die Wirkung, die ich mir erhofft hatte. Hat die das jetzt wirklich aufgeschrien? Komm her. Den ziehen wir jetzt durch. Reicht. Gott, die haben keine Cooldown. Du kommst da nicht weg. Du kommst da ums Verrecken nicht weg. Die haben keinerlei Cooldown. Die gehen da einfach durch, als wäre nichts. Und die schlagen auch noch so durch. Das heißt, die kriegen dich auch, wenn du hinter ihnen bist. Wow. Boah, ich weiß nicht, warum ich mit denen gerade nicht klarkomme, Freunde. Ich war so motiviert, jetzt hier fett aufzuräumen. Aber irgendwie komme ich mit denen gerade nicht klar, mit den Gegnern. Keine Ahnung, wieso. Wenn da jetzt ein Wurm draus kommt, ist eh vorbei. Ne? Aber alles andere hilft uns auch nichts. Was hast du denn gemacht? Was ist das denn für eine Pirouette? Ja gut, wieso sollte Blitz... Was ist denn das immer für ein Blitz, der herunterkommt? Stark. Ja, so ein bisschen Heal haben wir, ja. Ihr könnt mir jetzt zuschauen, wie ich euch da abschieße. Ich muss da gar nichts riskieren, mein Lieber. Nein, jetzt ist der weg. Der Loot ist immer so schnell weg. Oh, wichtig. Damn. Der muss voll gesessen haben, ja. Kümmern wir uns mal um den Mage da oben. Sehr schön. Was soll ich denn mit Wasser? Der hat nicht getroffen. Da ist er. So haben wir zumindest die Mages mal los. Right ahead.
ich kann leider nicht mehr so dekadent mit unseren Heilmitteln umgehen. Wir haben nicht mehr so viel. Und wenn wir nicht jetzt kurz vor Ende anfangen wollen, heftig durch die Gegend zu looten, ich weiß, ihr hättet da Bock drauf, ich weiß. Ich weiß. Ihr hättet safe Lust, hier nochmal 10 Runden durch die Gegend zu wurschteln und einfach Gegenstände zusammenzusammeln. Ich muss aber sagen, ich muss hier jetzt langsam mal weiter. So, komm. Es geht mit euch. Haben wir irgendwas hier Blitz? Ah, einfrieren. Du könntest eigentlich mal meine Waffe verzaubern. Jetzt verzauberst du meine Waffe. Sehe ich das richtig? Wow. Wow. Also, ne. Wie oft will ich mich noch drüber aufregen? Wie viel Luft habe ich noch dafür? Ja, ich auch. Bist du angegriffen? Nee, oder? Das ist geil. Kommst du? Kommst du, falls der Wurm hier kommt? Ist auch geil. Okay, passt auf, Freunde. Die fremdländische Arznei können wir uns... Ja, wobei... Nee, eigentlich lohnt sich's gar nicht. Weil wir jetzt eh zurückgehen. Wir waren ja eigentlich hier primär, um den Tod anzulocken. Das wird unsere Hauptaufgabe sein. Wir müssen ihn, glaube ich, noch zweimal erwischen. Zweimal müssen wir ihn noch erwischen, Freunde. Und dann haben wir den Kollegen weg. Aber bis dahin braucht es Ausdauer und Geduld. Stufe 167, da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der hier? Ich muss sie gar nicht runterschmeißen, es geht so auch. Außerdem kriege ich so zumindest meine Lebenspunkte zurück. Ja, so langsam erholen wir uns. Hier bist du. Nein, das lassen wir mal schön sein. Was? Oh, ein Cursed Dragon, okay. Damit hätte ich rechnen können, ja. Damit hätte ich rechnen können. Das ist bekannt, dass der da kommt. Shit, okay. Ja, da habe ich jetzt so ein bisschen zu sehr getrödelt, aber ist nicht schlimm, weil wir können eigentlich auch den Loot von dem ganz gut gebrauchen. Wieder Beschwörung. Oh, wow. Na? Shit, jetzt hat's uns gleich. Nimm sie! Oh. Shit! Hi. Nein, no way. Ich lebe noch, what the fuck. Ich habe keine Ahnung, wie, aber ich habe das überlebt. Okay. Oh, den Dragon will ich eigentlich schon haben. Hier sind noch ein paar abgestürzte Winzel mit da. Wo ist er denn? Irgendjemand von euch hat doch geschrieben, dass wir von den verfluchten Drachen auch irgendwas noch nicht gelootet haben. Oder? Taubenblut, übergeben wir mal. Winselmutterhaare und Winselmutterstimmbänder, die sind sogar relativ wertvoll. So, wo ist er denn jetzt?
Aber wir haben keine Ausrüstung, oder? Die wir verbessern können. Ja, ich weiß. Momentan können wir ihn von über von nirgendwo reachen, weil das Biest halt einfach crazy ist. Ich muss ihn da irgendwie runterschießen, dass ich an ihn rankomme. Problem ist halt wirklich, er fällt nicht runter. Er kommt zwischen den ganzen Brücken einfach nicht runter. Jetzt muss ich ihn da so runterschießen, aber das dauert halt ewig. Schau, jetzt liegt er auf der nächsten. Ich schieße den immer weiter den Turm hoch. Und jetzt habe ich dich, mein Freund. Hey, wo bist du denn jetzt? Und wenn er mich da runterschmeißt, dann habe ich ein Riesenproblem. Beenden wir es zusammen, so wie wir es angefangen haben. Boah, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Da hätte ich gar keinen Bock drauf, Freunde. Okay, Moment, Moment, wir haben doch Pilze, oder? Wir haben doch Pilze dabei. Drauf, nimm's. Nimm's. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Scheiße, scheiße, hier. Halt dich fest, halt dich fest. Oh. Oh, jetzt geht's weit runter. Oh. Wir kriechen an dem Biest rum, als wären wir eine scheiß Ameise, Digga. Schön dranbleiben, schön dranbleiben, schön dranbleiben. Wir haben noch ein bisschen Glühfungus, wenn's brennt. Wir haben noch ein bisschen Glühfungus. Damit. Wir haben noch das Ding hier und wir haben noch ein Nüsschen. Güte. Ah, da sitzt nur hin und wieder ein Schlag. Ja, ja, jetzt haben wir ihn aber. Oh ja. Oh ja. Wir sind in ihm. Ich habe keine Ausdauer mehr. Runter, runter, runter. Okay, er rastet aus. Das nenne ich mal einen richtigen Weißbier-Schoss. Ich auch, aber ich brauche erstmal Ausdauer, dann kann ich weiter stillfighten. Fates. Du hast es mal wieder geschafft, Andromache. Stell dir vor, du stirbst, wirst zurück ins Leben gerufen und dann steht sowas vor dir. Sowas. Und versucht er den Schädel runter zu schnabulieren. Moin. Er rastet wieder aus. Das war richtig knapp. Oh, mein Freund. Schau mal, was ich hier noch für dich habe. Schau mich an, schau mich an, schau nicht sie an. Sie ist nur meine Vasallin. Meine Untertanen gehen dich einen Scheißdreck an.
Ich weiß nicht, wie ich jetzt da hingekommen bin. Er rastet aus. Alter, dieser Schlag hat so eine Reichweite. Er fliegt. Ich weiß, und wir könnten das Hard auch easy angreifen, wenn der Dude nur halb so klettern würde, wie ich das wollte. Jetzt hängen wir schon wieder an seiner linken Achsel fest. Rüber. Wie ist der denn jetzt da so schnell rübergekommen? Was ist denn dein Scheißproblem, Junge? Es ist ein Steinmoosumschlag, ist es dein Ernst? Boah. Es ist so random. Er kann einfach nicht klettern. Das ist so crazy. Jetzt. Na? Oh, wir haben fast keine Ausdauer. Haben wir noch flüssigen? Ja, wir hätten noch einen. Okay, scheiß drauf. Von dem haben wir genug. Jetzt bin ich an seinem Hals. Junge, was ist mit ihm los? Hohohoho. Okay, der flüssige Lan war völlig umsonst. Oh, Scheiße. Es bringt nichts, ich weiß. Ich versuche gerade den flüssigen Lan irgendwie auszunutzen, indem ich ihm wenigstens... Der ist aufgebraucht? Shit. Ja, der hat uns voll erwischt. Er brennt wenigstens. Ist sie tot? Hi. Voll. What a gaff. Wow, das war eine ganz neue Stimmfrequenz, die ich da gerade hinbekommen habe. Das war ganz neu. Und wir. Kann man die Flügel dieser Drachen wirklich so bearbeiten, dass sie nicht mehr in der Lage sind zu fliegen? Kann man denen ausweichen oder ist es einfach Glück? Du könntest mir wieder dein Ding zaubern. Das war nicht so smart. Oh. Nein, wieso bist du jetzt an seinem Fuß? Wieso kriege ich kein Leben? Ciao. Das ist aussichtslos. Das ist krass. Oh nein. Ist es das? 190, Digga. Nein, er steigt mit seinem kleinen Zeh auf uns drauf. Mit seinem kleinen Zeh, weil er sich den Zehennagel nicht geschnitten hat. Deswegen bringt er uns um. Das ist doch ein Witz.
Natürlich. Wir sind gerade erst wiederbelebt worden, aber ja, gut. Just do it. Oh nein. Boah, ich glaube, ich habe seinen Angriff unterbrochen. Ich glaube, jetzt hat sie ihn. Jetzt haben wir ihn. Mei, dieser eine Lazarusstein. Der war nicht notwendig. Der war nicht notwendig, Freunde. Boah, viele verfluchte Drachenhörner. Der war absolut nicht notwendig. Scheiße, du. Sonst noch was? Hier, ne? Oh. Naja, was soll's. Zur Not können wir uns ja noch ein paar kombinieren. Auf geht's. Sleep. Sleep well. Boah, mittlerweile 4400, Freunde. Nee, wir heben die uns jetzt mal ein bisschen auf. Bin ich nicht ganz überzeugt davon. Oh. Warum kann sie eigentlich so krank viel Sachen tragen im Vergleich zu uns? If there is aught I can do, say it. Pray permit me to help you now as before. I would dear pray. Gut, Freunde. Weiter geht die Jagd nach unserem Freund. Is this some other force at work? The unease of not clearly knowing oneself is all I can sympathize with. An epitaph, perhaps. Gerade ist sie aber sehr redebedürftig, die Gute. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Ich weiß nicht, ob es so eine allgemeine Midlife-Crisis ist, die jetzt so langsam einsetzt, aber sie ist sehr, sehr redebedürftig. Treasure, perhaps? Klingt nach Goblins. Ja. Aber wie kann ich die zurück... Weil manchmal, wenn ich hier ein- und ausgehe, verschwinden sie. Und manchmal bleiben sie da. Und wenn die Goblins da sind, das haben wir schon festgestellt, und wir sie töten, dann kommen da Garme. Jetzt sind da Echsen. Es ist weird. Anscheinend ist es wirklich Zufall. Es wird immer wieder zurückgesetzt. So, dann müsste nämlich der Tod kommen, sobald wir die fertig haben. Gibt es in dem Spiel eigentlich PvP? Also sowas wie in Dark Souls? Weil in Dark Souls gibt es ja so Arenen, wo man kämpfen kann und so Eide. Gibt es sowas hier? Hi. Oh, smarter Move. It is not defeat to flee from Battlemaster. It is survival. Ein Echsenhorn. Sirenenflughaut, sehr schön. Ja, jetzt ist das Ding hier auch komplett geresettet, gell? Also, hier sind auch alle Kisten wieder da. Heroisches Tunikum könnte interessant sein für den Kampf gegen den Daimon. Ja. Ich habe keinen flüssigen Elan dabei. Ah, egal. Ist jetzt wurscht. Ist mir jetzt tatsächlich egal für die Aufnahme. Kriegen wir auch ohnehin. Ich glaube, dass die Chimäre gerade angerumpelt kommt, oder? Sehe ich das richtig?
shit. Hört ihr das eigentlich, wenn ich die, wenn ich so heftig auf die Tastatur klicke? Damit ihr noch schnell den Pfeil loslässt. Gut, Freunde, ob ihr es hört oder nicht, für heute war es das. Wir sehen uns morgen wieder und hoffentlich treffen wir morgen endlich wieder auf den Tod. Den haben wir ja bald an seiner Laterne. Ich freue mich drauf, haut rein, euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.